Hallo zusammen, wir waren Ende Oktober kurz vor dessen Winterpause auf dem Regenbogen-Campingplatz in Prerow und in diesem Video möchte ich ein paar Eindrücke vom Campingplatzzentrum und von den Folgen der Sturmflut mit euch teilen. Diese hatte stattgefunden am 20. und 21. Oktober 2023. Wir waren knapp eine Woche später da, vom 28.10. bis zum 1.11. Also wenn ihr Interesse habt, dann bleibt gerne dran. Prerow liegt auf dem Darß ganz in der Nähe von Zingst, zu dem ich hier auch noch ein paar Videos verlinken kann. Und es ist ein relativ großer Campingplatz. Teilweise gibt es Stellplätze auf den Dünen, es gibt FKK-Abteile, es gibt Säge- und Surfschule, Strandsauna, ein Restaurant, zwei Imbisse, ein Eiscafé, ein Shop, einen kleinen Markt, zwei Kioske, Spielplätze und viele weitere Angebote. Wir kamen knapp vor Ladenschluss an, auch der Bereitschaftsdienst war kurz vor Dienstende. Mir war eine Telefonnummer vorliegend, aber der Bereitschaftsdienst war für mich nicht erreichbar, da ich keinen Empfang hatte in der Nähe der Rezeption. Eine Dame, die zufälligerweise vorbeikam, half mir freundlicherweise aus, hatte aber jetzt keinen Erfolg, weil der Bereitschaftsdienst nicht ans Telefon ging, rief dann aber dann doch zurück und dann konnten wir mittels eines Pins eine Karte aus einem Automat extrahieren, mit der wir dann Zugang zum Campingplatz hatten. Weil es schon gegen Saisonende war, gab es keine Stellplatzzuweisung, wir konnten uns also hinstellen, wo wir gerne wollten. Und es war auch, ein paar Leute waren da, aber es war jetzt nicht übermäßig voll. Wir stellten uns also in die Nähe des Sanitärgebäudes 1 oder Sanitärblocks 1. Andere Sanitärgebäude waren schon zu. Links hier zu sehen die Komfortbäder. Und hinter dem Sunny-Block gab es eine Geschirrwaschstelle. Es gibt wohl auch eine Indoor-Waschstelle, aber die hatten wir nicht gesehen. Und auch Wäschewaschmöglichkeiten im Sunny-Block 1. Praktischerweise fährt über das Gelände die Darßbahn, die wir dann auch nahmen und für insgesamt 30 Euro ein Hin- und Rückfahrt für zwei Erwachsene und zwei Kinder uns gönnten. Weil wir nachmittags noch andere Sachen uns vorgenommen hatten, blieb uns nicht viel weiteres übrig, als in der Bahn sitzen zu bleiben, die Aussicht zu genießen und uns Prerow auf diese Art und Weise anzuschauen. Die Fahrt war ziemlich rumpelig, da die Straße über den Campingplatz eine alte DDR ausgelegte Straße ist mit großen Betonblöcken und dementsprechend war es dann ein Erlebnis. In diesem Abschnitt seht ihr, wie es ausschaut, wenn ihr vom Strand kommt in Richtung Stellplätze. Links dieses grünliche Gebäude sind diese Komfortbäder beim Sunny Block 1. Und zwischen Sunny Block 1 und Stellplatz waren Glascontainer hier zu sehen und auch hier einmal die Haltestelle der Darßbahn. Wir waren am ersten Morgen gleich aufgebrochen in Richtung Strand, hier nochmal Sunny Block 1. Und das ist also der Blick oder die Sicht, die man hat, wenn man in Richtung Strand läuft. Links zu sehen auch ein Tribünengestell und weitere Buden. Sowie andere Gebäude. Und hier ist so dieser Marktplatz oder dieser Hauptplatz, über den man dann laufen muss, wenn man zum Strand gelangen möchte. Hier war schon bis auf den Markt alles geschlossen. Man erreicht dann auch die ersten Stellplätze für die Karawans. Alles schön grün mit vielen Bäumen, was sich im Sommer sicherlich auch sehr gut macht. Und zumindest dieser Strandabschnitt war nicht für Hunde zugelassen. Und so sieht es dann also aus, wenn man den ersten Dünenaufgang durchquert, um in Richtung Strand zu kommen.
kam also nicht sehr weit, denn wie man hier sieht, steht hinter dem Deich das Wasser. Also dieser silberne Streifen ist das Wasser und das Rote, was aus dem Wasser ragt, sehr ja, auf eigene Art beeindruckend, ist ein Stromverteiler zum Anschließen für die Camper, der da auch gänzlich im Wasser sich befand. Hier noch einmal einige Eindrücke von dem Ausmaß der Überflutung nach der Sturmflut. Also am Regenbogen-Campingplatz hatten wir es nicht bis zum eigentlichen Strand geschafft, aufgrund dieser Überflutung. Hier wieder ein Stromverteiler oder mehrere Stromverteiler im Wasser zu sehen. Und auch hinter der eigentlichen überfluteten Fläche gab es teilweise abgesoffene Karawanenstellplätze. Es gibt also einen leichten Einblick über die Naturkräfte, die sich da entfaltet hatten. Hier war ich noch einmal in die Düne hochgegangen und habe noch einmal einen 360-Grad-Ausblick gefilmt. Die Stellplätze sind teilweise in den Dünen und soweit ich feststellen konnte, gab es da auch einige Diskussionen dazu, die berechtigterweise fragen, ob es dann wirklich gut sei, mit den Campern bis in die Dünen sich zu bewegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern ein Like und ein Abo da. Teilt meinen Kanal mit Freunden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich würde mich sehr darüber freuen, euch wieder zu begrüßen.